Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Product Battle. Ich habe nämlich zwei extrem gehypte Produkte, die unterschiedlicher, aber doch gleicher nicht sein könnten. Und ich möchte wissen, welches der beiden Produkte ist das ultimative Produkt, der ultimative Primer. Es geht nämlich heute um den Toucher Silk Canvas und das super günstige Dupe von e.l.f. Und wenn ihr wissen wollt, welches Produkt gewinnt, dann bleibt doch einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, dass vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor knapp einer Woche ungefähr, der neue e.l.f. Poreless Putty Primer endlich nach Deutschland in DM online gekommen ist. Und vor ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr war dieses Video in Amerika total beliebt. Und ich wollte das damals auch schon machen. Ich kam aber weder an das eine noch an das andere Produkt. Und deswegen haben wir lange auf dieses Video gewartet. Es ist endlich soweit. Heute schauen wir, welches Produkt der beiden, entweder das Original oder das Dupe, besser ist. Vielleicht gibt es einen Unterschied, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ihr das herausfinden wollt, dann bleibt einfach dran. Und ich möchte auch gar nicht lange Zeit verlieren. Freunde, heute ist Montag. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich habe schon ganz viele Nachrichten von euch übers Wochenende bekommen, dass ihr meine Videos geteilt habt. Also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich wollte euch auch so ein kleines Live-Update geben. Ich war am Samstag in Hamburg und get ready. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und ja, jetzt geht es auch schon los, Freunde. Ihr könnt sehen, ich habe in meinem Gesicht noch nichts außer Tagespflege. Die habe ich vor ungefähr 20 Minuten aufgetragen. Und ich möchte jetzt auch anfangen mit meinem Gesicht. Es geht nämlich um die zwei Produkte. Und zwar hat e.l.f. jetzt endlich nach Deutschland den Poreless Putty Primer gebracht. Der kostet 8,95 Euro. Bei DM gibt es leider erstmal nur online. Und das soll das ultimative Dupe zum Toucher The Silk Canvas sein. Dieses Schätzchen hier, mein Herz blutete bis zum Ermessen, als ich mitbekommen habe, dass ich ungefähr das Doppelte dafür ausgegeben habe. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut für dieses Video, deswegen bitte bleibt dabei, dass ihr in dem Video schaut, dass ich das irgendwie kompensieren kann oder so. Ich habe den Toucher Silk Canvas Primer gekauft bei Amazon. Da kostet der 90 Euro. 90 Euro für einen Primer, Freunde, ist eine Unverschämtheit. In echt, beziehungsweise in Amerika, kostet der, glaube ich, nur 50 Euro, was auch schon viel ist. Aber da ich das Video schnellstmöglich für euch abdrehen wollte, weil dieser Primer ja gerade hier in DM so oft ausverkauft ist und ich das euch irgendwie schnellstmöglich zeigen wollte, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und Amazon Prime angeheuert und die haben mir das geschickt. Ich setze euch beide Produkte einmal unten in die Infobox. Das hier gibt es bei Amazon. Wie gesagt, das ist ein bisschen teurer. Ich habe aber keine Möglichkeit, dieses Produkt andersweitig nach Deutschland zu bekommen. Falls ihr eine habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich pinne den Kommentar dann an, der am hilfreichsten ist für andere aus der Community, die den Primer auch haben wollen, aber nicht 90 Euro ausgeben wollen. Falls ihr nicht warten könnt, steht unten einmal in der Infobox. Das Ding kostet 9 Euro, das Ding kostet 90 Euro. Es heißt also, wir haben wirklich High-End versus Drogerie. Ach, das ist schon Luxus gegen Drogerie. Und ich bin gespannt, was die Produkte können. Ich habe beide Produkte schon probiert, sowohl einzeln als auch schon zusammen. Diesen Teil des Videos, der ist jetzt am Montag gedreht. Den Teil, den ich im Anschluss gedreht habe, also diesen Langzeittest, habe ich gestern schon gedreht. Einfach, dass ich das Video heute schneiden kann und auch heute noch online gehen kann. Ich habe beide nämlich probiert und wir werden genau dasselbe schminken mit denselben Produkten, wie ich gestern geschminkt habe, damit ihr trotzdem den Langzeiteffekt habt. Aber nicht heute, sondern von gestern, wenn ihr wisst ungefähr, was ich meine. Aber ich möchte nicht so viel quatschen. Ich möchte jetzt anfangen. Und wir fangen erstmal auf der Drogerieseite an. Das ist diese hier. Und da möchte ich den Poreless Putty Primer von e.l.f. benutzen. Der sieht so ganz leicht rosa aus und ist ganz komisch von der Konsistenz her. Wenn ihr reingeht, fühlt sich es erst hart an, aber sobald er warm wird, wird er ganz weich und dann wirklich so ein bisschen mousig. Ich habe jetzt auch schon viel zu viel genommen, das ist eigentlich für beide Gesichter, aber ich möchte genauso viel benutzen, wie ich gestern benutzt habe. Und den arbeite ich einfach komplett auf meine halbe Seite meines Gesichtes ein. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Der hat so einen leichten White Cast im Gesicht, der
verschmilzt aber so ein bisschen mit der Haut. Er lässt sich super, super leicht einarbeiten und er hat keinen eigenen Geruch. Das Ziel dieses Primers oder dieser beiden Primer soll sein, A, eine Schutzschicht zwischen eurer Haut und der Foundation zu erschaffen, zeitgleich aber so ein bisschen das Ganze auszublurren und weich zu zeichnen. Ich arbeite das wirklich auch hier in meinem Porenbereich ein, einfach dass die Textur des Primers wirklich schön in meine Poren geht und ich das ebenmäßigste Ergebnis habe, was ich erzielen kann. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied in der Kamera sehen könnt. Ich glaube nicht, außer dass diese ganz, 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 ganz leichte Rosatönung, ich glaube, die kommt nicht so hier raus in der Kamera. Das ist so ein ganz, ganz ausgeblichenes Altrosa. Den lassen wir kurz einzeln und gehen auf die andere Seite und da möchte ich jetzt den Tatcha Primer benutzen. Und Freunde, dieses Ding hier, das Produkt zu öffnen, war schon ein Erlebnis. Also es kommt einmal in dieser Box, die könnt ihr rausziehen und dann kommt der Primer nochmal hier in so einer Verpackung. Alles sehr, sehr Tatcha-lastig, so ein bisschen blau und indigo und also es passt schon sehr gut zusammen. Und dann haben wir einmal das Produkt hier. Das ist recht groß. Wir haben hier 20 Gramm mit drin, wohingegen bei dem Elf Primer steht gar nichts drauf. Also ich denke mal, das sind vielleicht 10 Gramm oder so und das sind 20 Gramm, aber trotzdem preislich. Tschüss. Und dann haben wir natürlich auch noch so einen kleinen Spatel, womit wir das Produkt sehr hygienisch aus der Verpackung nehmen können. Und eine Gebrauchsanleitung aus Seidenpapier. Ich glaube, das kommt in der Kamera nicht rüber, aber das ist tatsächlich wie so sehr, sehr teures Büttenpapier. So handgeschöpftes Papier. Ob es das am Ende ist, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hier ist auch eine Gebrauchsanleitung und so ein kleines, ja, danke, dass du das Produkt gekauft hast. Bei dem Geld möchte ich auch eine persönliche Notiz von der Gründerin haben. Ich werde auch gleich nur die Gebrauchsanweisung lesen, weil was sie mir da zu sagen hat, das ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Das ist eine alte Geschichte, bla bla bla. Oh, okay, doch, das, okay. PS, mit jedem Kauf, den du bei Tatcha tätigst oder bei dem Produkt, das steht hier nicht, hilfst du dabei, die Zukunft für ein Mädchen in einem Entwicklungsland zu unterstützen. Ein Full-Size-Hautpflegeprodukt ist gleich ein Tag Schule für ein Mädchen in einem Entwicklungsland. Tatcha ist stolz darauf, ein Partner mit Room & Read zu sein, um diese Veränderung zu unterstützen. Finde ich sehr, sehr gut, wenn ich so High-End-Produkte habe, wo ich viel Geld ausgebe, wenn sie gut sind, kein Problem. Aber wenn dann auch noch so ein bisschen der Hintergrund dahinter gut ist, Bombe, finde ich gut, Pluspunkt auf jeden Fall. Der Spatel, der hier mit drin ist, hat so eine kleine Markierung und man soll über die Oberfläche gleiten, bis man die Markierung erreicht hat. Ich nehme jetzt nur die halbe Menge, weil ich ja auch nur mein halbes Gesicht benutze. Dann soll man das auf seinen Fingern so ein bisschen anwärmen und er wird dann sehr, sehr cremig. Also er ist erst so ein bisschen wachsig in der Verpackung und wird dann cremig. Und dann soll man ihn in upward, also nach oben gerichteten Strokes, in die Haut einarbeiten. Der hat einen leichten Geruch, nicht doll, aber er riecht halt so ein bisschen nach einem teureren Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber er hinterlässt auf jeden Fall einen Whitecast. Und wenn ich zu viel benutze, dann wie so kleine Würstchen. Also man braucht wirklich sehr, sehr wenig, bis sich so eine dünne Schicht übers Gesicht gelegt hat. Und der Rest ist dann auch schon zu viel. Also ich glaube, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, wie viel man wirklich am Ende braucht. Ich glaube, das reicht aber. Und die Würstchen verschwinden auch. Also es kommen nicht immer mehr Würstchen, sondern es ist wirklich nur da, wo ich zu viel Produkt benutzt habe. Und dann ist es weg. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Vielleicht könnt ihr ja in der Kamera schon einen Unterschied sehen. Und dann schauen wir mal, wie sich die Foundation auftragen lässt. Also, ihr seid jetzt sehr, sehr schön und unverschämt nah dran. Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon einen kleinen Unterschied. Und ich spüre auch schon einen kleinen Unterschied. Also hier sind tatsächlich die Poren etwas stärker minimiert als auf der Elf-Seite. Bei der Elf-Seite, es fühlt sich auch unterschiedlich an. Die Seite fühlt sich etwas matter an. Nicht trocken, aber matter. Also nicht ganz so sticky wie diese Seite. Da weiß ich halt, okay, da habe ich noch ein Produkt drauf. Hier würde ich es jetzt vom Gesichtsgefühl nicht merken. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, das so zu erklären, aber ich glaube, ihr könnt ungefähr ahnen, was ich meine. Ich werde jetzt meine Foundation einmal auftragen und dazu benutze ich genau dieselbe Kombination wie gestern. Und das ist im Moment auch meine Alltagskombination. Zwei super Long-Wearing-Produkte. Einmal von Zoeva, sie ist halt gut, und von Catrice, die HD Liquid Coverage Foundation. So günstig, so gut, sie funktioniert mit jeder Foundation, die für mich nicht funktioniert, sei es die Fenty, sei es die Anastasia Foundation. Und die ist wirklich super, super gut. Ich gebe mir von der Zoeva zwei Pumpstöße auf meine Platte und von der Catrice so ein Squirt.
mische das Ganze auf meiner Platte und arbeite das erstmal mit meinem kleinen Pinsel so ein bisschen ein. Nehme meinen Foundation Brush von It Cosmetics und fange dann an, die Foundation so in kreisenden Bewegungen einzuarbeiten. Ich habe festgestellt, dass ich das tatsächlich im Moment sehr, sehr gerne mache. Mit so einem Pinsel meine Foundation einarbeiten. Vor allen Dingen diese Kombination funktioniert sehr, sehr gut. Color Match ist am Start. Es sieht jetzt tatsächlich sehr, sehr passend aus. Ich habe die Zoeva in der Farbe 170W und die Catrice hier gerade in 020 Rose Beige. Ich finde, das passt farblich immer sehr, sehr gut und ich kann vor allen Dingen mit der Catrice Foundation jede Foundation irgendwie aufhellen, ohne dass ich die Textur zerstöre zu doll. Und während ich meine Foundation einarbeite, Freunde, mache ich eine kleine Werbeunterbrechung für ein Produkt, was ich schon eine ganze Weile benutze und ich euch schon mal gezeigt habe. Aber es ist Zeit, das vor Weihnachten euch nochmal zu zeigen, denn das ist ein richtig, richtig gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, vielen Dank, Maxim, aus der Vergangenheit und herzlich willkommen zu einer kleinen Werbeunterbrechung, die eigentlich gar keine richtige Werbeunterbrechung ist, weil ich euch das Produkt einfach nochmal zeigen wollte, weil es jetzt gepasst hat. Das ist hier dieses Produkt hier. Das ist hier diese Gesichtsbürste. Ich habe sie euch schon mal gezeigt, aber ich dachte mir, dass ich in den nächsten Wochen einfach immer mal wieder ein paar Produkte mit in meine Videos integriere, die ich schon oft benutze, die ich in meiner täglichen Routine benutze und euch vielleicht so ein paar Weihnachtsgeschenk-Inspirationen geben kann. Das ist einmal diese Gesichtsbürste und die kommt euch vielleicht ein bisschen verdächtig bekannt vor. Die Marke fängt mit F an und endet wie der leckere Schokoladenkeks Foreo. Das Ding kostet aber nicht Foreo-Preis und das macht genau dasselbe. Wir haben hier nämlich so Silikonbürsten und ihr könnt die Intensität umstellen. Ihr habt einmal einen Power-Button und dann weniger und stärker Vibration. Das ganze Ding vibriert, ihr könnt euer Gesicht damit sehr, sehr gut reinigen. Und vor allen Dingen, deswegen passt es auch so in dieses Video, wenn ihr Pore Blurring Primer benutzt, kommt das wirklich schön in die Poren hier, vor allen Dingen in euren Nasenbereich und nimmt das ganze Produkt wieder raus. Wie gesagt, ich habe euch das schon mal gezeigt, es ist einfach der Shit. Und ich möchte auch gleich weitermachen mit Concealer, aber vorher möchte ich euch noch mal kurz den Unterschied zeigen, beziehungsweise den, ich würde fast sagen, nicht vorhandenen Unterschied. Also, ja, doch, einen ganz, ganz kleinen sieht man. Ich habe hier ein Haar und hier eine Wimper. Minimalen Unterschied sehe ich. Hier in dem Porenbereich ist das minimal ein bisschen weicher, aber halt nicht ausgestopft. Also jetzt nicht so Benefit Professional und zu und die Foundation rutscht, sondern es sieht einfach ein bisschen weicher aus. Aber wirklich nur in dem Bereich. Im restlichen Gesicht sehe ich ehrlich gesagt literally keinen Unterschied. Und ich werde jetzt Foundation auftragen und dann kommen wir zu einem ganz neuen kleinen Hack, den ich habe. Für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, ihr werdet in Sicherheit mitbekommen haben, dass ich einen Schritt verpasst habe heute, beziehungsweise mit Absicht nicht gemacht habe. Und das ist Color Correction. Ich habe keine Color Correction gemacht, denn ich mache aktuell nach meinem Concealer Color Correction mit einem Lidschatten. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde das Ganze hier einmal kurz ausblenden. Nehmen wir so ein bisschen Concealer hier und ihr kennt das Spiel, wie ich meinen Concealer auftrage mittlerweile. Deckweiß des Todes, aber ich hatte ja am Samstag in Hamburg ein Fotoshooting und musste mich hier um 4 Uhr schminken und mein Make-up musste den ganzen Tag halten. Ich habe auch übrigens an dem Tag beide Primer benutzt, dass ich einfach schon mal ein bisschen gucken kann, wie es funktioniert und wie ich an so einem wichtigen Tag aussehe am Ende. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber da habe ich mein Color Correction vor der Foundation vergessen und dachte dann so, ups, okay, meine Augenringe sind halt irgendwie immer noch da. Und dann habe ich einfach zur Jeffree Star Blue Blood Palette gegriffen. Das werdet ihr gleich sehen. So, der Concealer ist einmal eingearbeitet. Und jetzt könnt ihr es gerade noch nicht sehen, dass so ein bisschen das Lila durchscheint. Ihr seht nur die Tränenrinne. Aber sobald ich das Ganze gesettet habe und das so ein paar Minuten verrutscht irgendwie alles, kommt das Lila so ein bisschen durch. Und dafür habe ich wirklich aus Zufall die Blue Blood Palette gegriffen, weil die hier lag. Und ihr seht hier diese beiden Töne. Und ich gehe einfach in den Ton Untouchable rein mit meinem Beauty Blender. Der ist dann jetzt ein bisschen rosa. Ich gucke nach oben und sette das wirklich nur in diesem Bereich. Ganz leicht nur. Ganz leicht. Einfach nur ein bisschen Farbe dort hinzugeben. Es sieht jetzt ein bisschen schwierig aus, aber sobald wir dann wirklich gebaked haben, seht ihr keinen Unterschied mehr. Ich würde euch wirklich gerne mal ein anderes zeigen, aber es ist einfach das Beste. Dann nehme ich meinen Beauty Blender, schaue nochmal nach oben, nehme die Creases raus, gehe in mein Puder und dann wird gebaked. Ich sehe aus, als hätte ich in der Bäckerei gerade Weihnachtsplätzchen gebacken. In der Weihnachtsbäckerei. Werde jetzt kurz warten, mein Baking-Puder wegmachen. Dann trage ich Bronzer auf, mache einfach alles wirklich so wie immer und melde mich gleich wieder.
So, Freunde, mein Make-up ist einmal fertig. Ich weiß nicht, ob ihr in der Kamera einen Unterschied erkennen könnt. Ich nicht. Also, ich werde jetzt meinen Tag durchleben und ihr werdet jetzt den gestrigen Tag sehen, wie ich dieses Make-up geschminkt habe mit beiden Primern und der komplett gleichen Routine. Und dann gibt es nochmal ein kleines Feedback von mir. So, Freunde, ich sitze hier gerade vor meinem Ringlicht und wollte euch nochmal kurz die Foundation bzw. den Primer zeigen. Auf dieser Seite hier hatten wir den originalen und auf dieser Seite hier den von Elf. Seht ihr den Unterschied? Das ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt ungefähr schon 7 Stunden drauf. Könnt ihr den Unterschied sehen? Ein bisschen ölig ist es, aber ich habe das Gefühl auf beiden Seiten, oder? Also, Freunde, ich habe Primer und Concealer und Foundation und alles genauso wie heute hier getragen. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wie mein Fazit ist, beziehungsweise meine Review zu beiden Produkten. Beide Produkte sind bombastisch gut. Meine Haut sieht den ganzen Tag sehr, 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 sehr schön und sehr gesund aus, sehr, sehr ebenmäßig und weich. Aber jetzt kommt der Punkt. Der Unterschied zwischen beiden Produkten sind einfach mal 40 bzw. 80 Euro Unterschied. Und das ist schon echt eine Menge Geld, die man sparen kann. Auf der einen Seite, hier werden Inhaltsstoffe drin sein, die eurer Haut sehr, sehr gut tun werden, sagt Tatcha zumindest. Bei Elf ist das nicht angegeben. Also ich weiß nicht, wie da die Zusammensetzung ist. Ihr müsst es ausprobieren, ob ihr es vertragt, ob ihr mit so Pore Blurring Primern oder so ebenmäßig machenden Primern zurechtkommt. Ich komme damit im Moment sehr, sehr gut zurecht. Ich komme mit beiden zurecht. Ich werde auch beide benutzen, aber wenn ihr mich fragen würdet, okay, welchen würdest du empfehlen? Dann natürlich muss ich euch den empfehlen, weil der einfach viel, viel günstiger ist als dieser hier. Und wenn ihr Geld ausgeben wollt, kauft euch den, er riecht gut, ihr habt ein Luxusgefühl. Ihr geht mit so einem Spatel da durch und das riecht gut und ihr schmiert euch das ins Gesicht und ihr fühlt euch gleich etwas, ja, ihr wisst, ihr benutzt ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Aber das ist auch das Einzige, was bei hochwertigen Produkten wirklich besser ist als bei günstigen Produkten. Und auch hier ist es ganz eindeutig, wenn man die beiden Produkte vertauschen würde, ich könnte keinen Unterschied feststellen. Ich könnte wirklich keinen Unterschied feststellen, welcher ist jetzt der teure und welcher ist der günstigere vom Endergebnis auf jeden Fall. Irgendwann wird es immer ölig, es liegt aber nicht an den Primern, sondern es liegt an der Foundation, an dieser Soeva Foundation, die irgendwann einfach so ein bisschen durchkommt. Und ja, Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr das eine oder das andere Produkt schon? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, damit ich den Preis zu diesem dramatischen Stück Make-up irgendwie wieder reinvestieren kann. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.